Electriff Studio, powered by Bridging IT. Ja, die Hannover Messe läuft. Wir sind in unserem Studio, Electrifinet Studio, powered by Bridging IT, und haben das nächste Doppelinterview. Freue mich sehr, dass zwei Herren zu uns gekommen sind, die gerade ein ganz neues Produkt auf den Markt bringen, nämlich den eCharger 600. Bei uns sind Frank Meyer von Enercon, Windenergieanlagenhersteller, und Bernhard Böden von der Firma Power Innovation, beide aus Niedersachsen. Und wir wollen mal so ein bisschen erörtern, wie es zu diesem Projekt kam, warum Enercon jetzt in Ladeinfrastruktur geht. Und damit würde ich gerne anfangen. Auch Herr Meyer, was reizt Sie so an diesem Themenfeld, das ja auch uns bei Electrifinet jetzt schon seit über 7 Jahren beschäftigt? Was uns vor allem reizt, ist, dass die Technik, die wir zur Verfügung haben und die wir seit vielen, vielen Jahren in der Windenergieanlage einsetzen, eigentlich perfekt geeignet ist, um gerade im Markt der Elektromobilität auch Probleme zu lösen, die wir heute noch gar nicht haben, die aber vermutlich kommen werden. Wir haben in der WEA Wechselrichter, die Netzdienlichkeiten oder Netzdienlichkeit darstellen, die in der Vergangenheit immer höhere Maßstäbe an uns gestellt haben und die aber dort auch alle erfüllt wurden. Und genau das müssen wir eigentlich erwarten, wenn jetzt in hohem Maße Ladestationen gebaut werden, die hohe Leistungen an verschiedenen Netzverknüpfungspunkten erfordern. Jetzt haben Sie das Produkt ja im letzten Jahr auf der Hannover Messe schon angekündigt. In diesem Jahr sehe ich es auf Ihrem Stand quasi fertig entwickelt. Ich war ja auch bei Ihnen in Aurich am Standort, wo die erste Anlage auch live ging. Sind Sie fertig entwickelt? Sind Sie produktionsreif? Wie ist da der Status? Ja, wir sind noch nicht serienreif, aber wir sind sehr nah daran. Der erste Prototyp ist im Betrieb, das haben Sie richtig genannt, seit 14.03. Es ist noch ein Probebetrieb, wir haben noch einige Zertifizierungsaufgaben zu erledigen, haben auch schon Institute gefunden, die uns dabei unterstützen. Das Gleiche gilt für alle unsere Zulieferer. CE-Konformität ist natürlich erforderlich, um es im deutschen europäischen Markt dann auch offiziell auf den Markt zu bringen. Herr Böden, kommen wir vielleicht zur Rolle von Power Innovation bei dem Projekt. Wenn ich an den Stand von Enercon gehe und mir den Charger anschaue, dann ist das erstmal eine große graue Kiste. Die ist vollgepackt mit Technik und dahinter habe ich nochmal einen schicken, smarten Ladepunkt, wo das Kabel ist und das Display, wo ja der Kunde dann auch sein wird. Und Ihr Part ist eher so die graue Kiste, habe ich so das Gefühl, richtig? Das ist richtig. Wir sind etwas versteckt in dem ganzen System. Aus der Historie heraus, die Firma Power Innovation beschäftigt sich eigentlich seit mehr als 30 Jahren mit dem Laden von Batterien. Es ist angefangen mit der Nachrichtentechnik im Telekom-Bereich und somit sind wir vor einigen Jahren noch angefangen, uns mit der Lithium-Ionen-Batterietechnik zu beschäftigen, weil wir sie als Backup-Batterien gebraucht haben. Und da diese Batterien auch in Fahrzeugen eingesetzt werden, sind wir letztendlich dann dazu gekommen, die Fahrzeugbatterien zu laden, das heißt die Ladetechnik dafür zu entwickeln. Und was uns eigentlich immer aufgefallen war oder was wir als Vorteil sehen, ist, dass man eine gewisse Modularität braucht. Wir haben eine große Bandbreite, mit denen wir Fahrzeuge laden wollen zukünftig, von kleinen Fahrzeugen bis hin zu LKWs, die hohe Ladeleistungen brauchen. Und da sehen wir die Ladestation als sehr mobil, also als sehr flexibles System an, damit man mobil bleiben kann und die Ladestation anpassen kann. Und da hat die Kombination mit dem Enercon-System recht viele Vorteile. Und da wir uns seit einigen Jahren aus der Batterieseite, Batterieentwicklung her kennen, war es naheliegend, diese beiden Technologien zusammenzuführen. Das heißt, wir sind diejenigen, die die Gleichspannungsseite beherrschen. Das heißt, alles, was zwischen Batterie und Fahrzeug fließt. Und wie Herr Meyer gerade schon sagte, Enercon sind die, beherrschen das Thema Netz. Also Netzintegration, Netzdienlichkeit und wir finden, dass es eine hervorragende Kombination ist. Jetzt haben Sie gerade an Ihrem Standort in Achim bei Bremen ja die zweite Anlage in Betrieb genommen. Das ist auch ein großer Batteriespeicher. Vielleicht können Sie dazu ein paar Sachen sagen. Ja, das ist eine Kombination, wo wir also eigentlich den Leistungsbereich nach unten abdecken. Okay. Der Enercon Charger, den wir da jetzt aufgestellt haben, ist ja mit 600 kW Leistung aufgebaut. Im Prinzip vom Baukastensystem her kann man sagen, dass wir da eigentlich in 300 kW-Schritten reden, also 300 kW Netzanbindung oder mehr.
Wir haben bei uns, dem Container zu Hause, eigentlich die Bandbreite nach unten ergänzt, wenn ich den hohen Netzanschluss gar nicht habe, nämlich am typischen Firmengebäude wie bei uns. Mehr als 50 kW Netzanschluss haben wir da einfach nicht zur Verfügung. Und somit haben wir da in diesem Fall die Batterie mit in den Container integriert, um jetzt kurzfristig Fahrzeuge laden zu können. Das heißt, es kommt ein Fahrzeug an, was eine hohe Ladeleistung hat, hat vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit, wieder aufgeladen zu werden. Und dann entnehmen wir die Energie aus der Batterie heraus, plus die Leistung aus dem Netz. Sprich, wir haben bei uns einen Container aufgebaut, der theoretisch 250 kW Ladeleistung hat mit 50 kW Netzanschluss. 200 kW würden aus der Batterie kommen. Das kann man dann natürlich nicht 24 Stunden rund um die Uhr hintereinander wegmachen. Der Container braucht seine Wiederaufladezeit, genau wie das Fahrzeug auch. Aber gerade wenn man an mittelständische Betriebe denkt, die einen Fuhrpark von 5 oder 8 oder 10 Fahrzeugen haben, die in unregelmäßigen Abständen kommen, ist es die Lösung, ein Fahrzeug schnell aufzuladen und trotzdem nur eine geringe Netzanschlussleistung zu haben. Okay. Ist die Basis eigentlich für die Erweiterung des Enercon-Containers mit einem großen Speicher, was da zukünftig auch so passiert. Mhm. Herr Meier, jetzt haben Sie das Stichwort vorhin schon genannt, das Thema Netzdienlichkeit. Das kann ich ja hier herstellen, indem ich eine Pufferbatterie integriere und sozusagen in Zeiten, wo viel Strom da ist, den dann dort auch natürlich reinladen kann, abnehmen kann. Aber Sie sagen ja, Ihr eCharger 600 ist auch ohne Batterie schon netzdienlich. Warum genau? Ich als Nicht-Techniker verstehe das bis dato nicht. Okay. Die Wechselrichtertechnik, die wir einsetzen, ist ein Vollumrichter, der in der WEA genau andersrum betrieben wird. Also WEA für uns, die Elektroautos nur kennen, ja, das sind die Windräder, richtig? Die Windenergieanlage, genau, wo wir ja ins Netz einspeisen und dort halt dafür sorgen, dass das auch garantiert sinusförmig passiert, sodass also die Netzfrequenz unterstützt wird und sichergestellt wird, dass wir keine Spannungsschwankungen dort erleben. Das tun wir mit dem Charger genau andersrum. Da es, wie gesagt, ein Vollumrichter ist, sorgt er dafür, dass diese Entnahme der Leistung immer sinusförmig erfolgt und damit auch die Netzstabilität gewährleistet wird. Gleichzeitig können wir, wenn Ladevorgänge, Batterieladen führt häufig zu einer Verschiebung des Blindleistungshaushaltes, also letztendlich einer Verschiebung der Spannungs- und Stromzeiger gegeneinander. Das können wir mit unseren Wechselrichtern an der gleichen Stelle, also dezentral, kompensieren. Hier können wir dem Verteilnetzbetreiber ersparen, an anderen Stellen Kompensationsanlagen einzurichten. Das heißt, der Netzanschluss, den wir eigentlich benötigen, von 600 kW, ist eventuell möglich, auch wenn gar nicht so viel Leistung an diesem dezentralen Punkt aus Sicht des Verteilnetzbetreibers verfügbar wäre. Das Bild klart sich jetzt bei mir ein bisschen auf. Ich merke immer wieder hier in dem Umfeld, ich hätte in Physik damals noch ein bisschen besser aufpassen müssen in der Schule. Oh je. Mit welchen Fahrzeugen planen Sie denn so? Denn wenn ich bei Ihnen über den Stand gehe, bei Enercon, wir werden im Video auch ein paar Schnittbilder zeigen, steht da ja nicht ein klassisches Elektroauto, sondern zufälligerweise ein Nutzfahrzeug, ebenfalls aus Niedersachsen, nämlich ein Transporter von Volkswagen. Gehen Sie davon aus, und das sehe ich in Ihren Präsentationen auch immer, dass gar nicht so sehr das Auto der Case ist, den Sie beliefern werden? Naja, das ist natürlich nicht ganz zufällig, dass da ein Nutzfahrzeug steht. Unsere Kunden sind häufig Pioniere, die auch was bewegen wollen in der Welt, die regenerative Energien erzeugen, sie ins Netz einspeisen. Und da kommen tatsächlich die ersten Betreiber von Windparks zu uns und sagen, das kann doch nicht sein, dass euer Service hier mit einem Diesel zur Windenergieanlage kommt und dort den Service vollrichtet. Wir hätten gern Zero Emission und zwar in der gesamten Kette. Und gerade dieses Thema, die gesamte Kette vom Anfang bis zum Ende, das ist das, was Enercon eigentlich seinen Kunden anbieten möchte. Und daran arbeiten wir. Daran arbeitet die Firma schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt Segmente im Bereich Stromvertrieb, im Bereich Energiewirtschaft, wo neue Ideen, wie man unserem Kunden noch einen Mehrwert bieten kann, ausgearbeitet werden. Und da fügt sich diese Entwicklung eigentlich perfekt ein, denn den Transportsektor zu elektrifizieren, macht aus unserer Sicht nur Sinn,
wenn die Energie auch regenerativ erzeugt wird. Sie haben ja auch selber eine große Serviceflotte, logischerweise, für Ihre Windenergieanlagen, die VEAs, von denen Sie wie viele in Deutschland aufgestellt haben? Das geht ja in die Zehntausende rein, oder? Oh, jetzt erwischen Sie mich aber ganz kalt. Ich bin kein VEA-Experte und ich bin ganz schlecht im Statistikenlernen. Fiese Frage. Aber es sind nicht gerade wenige, ist ja größter Onshore-Hersteller hier auch natürlich aus Deutschland. Und Sie wollen Ihre Serviceflotte ja auch elektrifizieren. Das heißt, Sie werden Ihren Charger auch selber dann nutzen, genau dafür, richtig? Mit Sicherheit wird der dort auch zum Einsatz kommen. Die Service-Standorte sind prädestiniert dafür, weil sie häufig verkehrsgünstig liegen und dort ja eine gewisse Grundlast ohnehin bereits dann gegeben ist. Also unser Fuhrparkmanagement versucht seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht sogar schon länger, umzustellen auf Elektrofahrzeuge. Sie müssen einfach verfügbar sein, damit wir sie dann auch tatsächlich einkaufen können. Ja. Herr Böden, vielleicht nochmal zum Thema Power Innovation. Wie ist das jetzt für so ein Unternehmen, das ja doch eher immer im Hintergrund aktiv ist, jetzt in diese ja doch mit Blitzlichtern verwöhnte Branche der Elektromobilität reinzukommen? Also ist das was, wo Sie auch für Ihre Firma glauben, Sie sind ja Geschäftsführer, dass da wirklich Wachstumspotenzial jetzt auch herrscht? Ja, wir sehen ein deutliches Wachstumspotenzial, weil wir ja auch als Unternehmen, wir heißen ja nicht ohne Grund Power Innovation, wir wollen uns auch innovativ bewegen. Und wir haben schon seit einigen Jahren mit der Entwicklung der Batterietechnologien, auch unsere eigenen Batterietechnologien, den Weg beschritten, weg von der reinen Telekommunikation oder anderen Punkten in eine Zukunftstechnik zu investieren. Das müssen wir vielleicht ganz kurz mal sehen. Wir arbeiten auch viel für die Telekom, wo man im Grunde Batterien als Da im Telekommunikationsbereich gibt es die klassische Backup-Batterie. Ja. Das heißt also, unsere Kommunikationsnetze müssen ja auch bei netzunabhängig funktionieren. Und da gibt es seit Jahrzehnten Batterietechnologien im Einsatz, angefangen von der klassischen Bleibatterie, jetzt aber auch auf moderne Technologien. Und auch unser zukünftiges IT-Netz bedarf einer modernen Backup-Lösung. Ja. Und aus dieser Historie kommen wir. Trotzdem haben wir also in der Mobilität sehen wir einen großen Bedarf an Ladestationen. Und wenn wir mal das Henne-Ei-Problem anfassen wollen, dann müssen wir erst die Ladestationen bauen, bevor die Elektrofahrzeuge kommen. Was Sie gerade angerissen haben, wir sehen auch genau wie Enercon den ersten wichtigen Schritt tatsächlich im Transportwesen, in der Logistik, weil dort der Weg relativ einfach ist, das Ganze zu elektrifizieren, vorausgesetzt wir haben die Fahrzeuge. Der Bedarf ist aber da, weil wir auch damit den Transportverkehr in unseren Innenstädten sehr schnell elektrifizieren können, weil die ganzen Transportunternehmen, ob es nun Hermes oder UPS oder Post, DHL ist, die haben gar nicht die Reichweiten, die sie brauchen. Aber für diese Zustelldienste ist ein Elektroauto halt enorm effektiv. Und gerade diese Technologie, die wir jetzt hier anbieten mit der Netzdienlichkeit, mit der Anbindung an Batteriesysteme und der direkten Einbindung von regenerativen Energien an Logistikstandorten, ist, glaube ich, der erste Schritt, der sich schnell realisieren lässt. Und wir sind hier zwar dabei, die Windenergie in die Fahrzeuge zu bringen, aber gerade an den Logistikstandorten gibt es große Hallen, da gibt es große Photovoltaikfelder und die kann man natürlich genauso wie die Windenergie in dieses System mit einbinden. Und da sehen wir den größten Nutzen. Das heißt, so eine Cap-Branche, die ja jetzt eigentlich ja fast schon verpflichtet ist, auf Elektromobilität zu setzen, wenn sie in den Städten in Zukunft noch ausliefern will, die wird bald bei Ihnen klingeln und jeder muss sich in sein Depot so einen Batteriecontainer stellen. Wir hoffen, dass sie das tun, aber wenn man mal die ganze Historie betrachtet oder die Technologien betrachtet, dann ist das eine sehr, sehr sinnvolle Lösung. Also bei uns in Achim wird gerade ein großes, spart die Stadt Achim gerade die Ansiedlung von einem großen Amazon-Lager. Also mehrere fußballfeldgroße Hallen werden dorthin gestellt. Da ist es nur naheliegend, die mit Photovoltaik auszustatten und dann den naheliegenden Lieferverkehr tatsächlich mit regenerativer Energie zu fahren. Weil wenn wir die Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge aus dem Strommix betanken, haben wir nichts gewonnen. Ja. Jetzt kann man Photovoltaik Strom ins Fahrzeug bringen. Sie wollen sicherlich verstärkt Windstrom ins Fahrzeug bringen. Kann man sich denn das auch irgendwann so vorstellen, dass ein Enercon jetzt nicht nur die Hardware liefert zum Laden, sondern möglicherweise selber auch mit eigenerzeugtem Strom in so eine Betreiberrolle kommt? Also, dass ich die Enercon-Kundenkarte dabei habe, wobei das macht das Auto ja irgendwann hoffentlich alleine, dass ich bei Ihnen laden kann? Oder wo sehen Sie sich in diesem Gefüge in der Zukunft? Ehrlich gesagt fällt es mir an der Stelle schwer, das vorauszusehen. Ich bin in der Entwicklung. Wir hatten einen Technikdialog vereinbart. Ich bin tatsächlich für die Entwicklung des Chargers verantwortlich.
nicht für den Vertrieb. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber momentan ist die Zielrichtung tatsächlich Betreiber zu finden, die Interesse haben, diese Technik zusammen mit Enercon auf den Markt zu bringen. Wie die Betreibermodelle dann aussehen, da ist unsere Energiewirtschaft, wie gesagt, auch die Möglichkeit, einen Stromliefervertrag, damit es auch wirklich grüner Strom ist. Mir persönlich ist es ehrlich egal, ob er aus der WEA oder aus einem Solarfeld kommt. Hauptsache grün. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich wirtschaftlich für die Firma einen Vorteil, wenn es um WEA-Strom geht. Aber der Liefervertrag kann angeboten werden. Wir können sicherstellen, dass die Kette von Anfang bis Ende regenerativ ist. Und die Zielrichtung ist, dafür zu sorgen, dass der Transport elektrifiziert werden kann. Ja. Jetzt kommen Sie ja wirklich mit einer sehr hohen Leistung bei diesem System. Mhm. Wie machen Sie nachher dieses Power Management? Es wird ja sicherlich so sein, dass wenn ein Fahrzeug kommt, kriegt es die volle Leistung. Und wie gehen Sie dann mit den weiteren um? Wie steuert man das intelligent? Es ist tatsächlich on demand. Wir verlassen uns hier auf die Technik von Power Innovation, die dort wirklich eine sehr intelligente Lösung bietet. Das Fahrzeug wird erstmal, wenn es kommt, genauso behandelt, wie es das anfordert. Erst wenn die Anlage in Summe nicht mehr die geforderte Leistung bieten kann, dann muss eben der Prozess eingeleitet werden, dass man dem Fahrzeug eine geringere Leistung anbietet, als es eigentlich haben möchte. Gleichzeitig ist es aber denkbar, dass später, dazu muss die Software nochmal angepasst werden, aber die Ladevorgänge überlagern sich ja typischerweise. Es ist ja nicht so, dass eine Batterie, wenn es denn tatsächlich die volle Leistung in 10 oder 15 Minuten abfordert, dass die Batterie den gesamten Ladevorgang mit der vollen Stromstärke durchführt. Der wird irgendwann vom Batteriemanagementsystem des Fahrzeugs reduziert. Die Kurve flacht dann ab, ja. Und wenn dann ein Modul frei wird und man dieses aus diesem Ladevorgang wieder rausnehmen und dem nächsten Fahrzeug zuordnen kann, dann sehen wir, dass die 600 kW Gesamtleistung bzw. in Modulen zum Fahrzeug haben wir sogar 720 in dem Container verbaut. Die werden ausreichen, sodass in den nächsten Jahren wohl kaum jemals diese Grenze erreicht wird. Die Grenze wird erreicht, wenn drei Fahrzeuge gleichzeitig 350 kW fordern. Und wenn sie wirklich in der gleichen Sekunde anfangen zu laden, dann kann es passieren, dass einer die Meldung bekommt, sie müssen 5 Minuten warten. Ja. Wenn wir da sind, das ist das Schöne bei dieser Vision, dann haben wir es auch alle miteinander geschafft, weil dann ist Elektromobilität vollständig im Markt angekommen. Und dann haben wir es wahrscheinlich auch, oder dann besteht auch die Notwendigkeit, einen zweiten Charger nebendran zu stellen. Und das macht dann auch wieder Sinn. Können Sie mehr verkaufen. Herr Böden, was glauben Sie denn, vielleicht mal so ein bisschen in die Zukunft gerichtet, wann erreichen wir denn diesen Punkt, dass wir die Probleme der Zukunft haben werden? Diesen schönen Punkt. Ich hoffe mal, dass wir das in der Logistikbranche relativ schnell erreichen. Ich sehe da mal einen Zeitrahmen von 5 Jahren. Wenn man mal bedenkt, wie schnell die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren vorangegangen ist. Also die Entwicklung der Elektrofahrzeuge hat ja einige Jahre vor sich hingedümpelt. Aber jetzt sieht man doch, dass alle Unternehmen plötzlich mehrere Modelle gleichzeitig an den Start bringen. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, die Infrastruktur zu schaffen, sodass auch der Anwender lange Strecken fahren kann, gefahrlos oder bedenkenlos, nennen wir es mal so. Der deutsche Autofahrer hat ja ein großes Bedürfnis, lange Strecken fahren zu können, auch wenn er es meistens nicht tut. Er möchte es aber können. Und eine Bedingung ist natürlich, dass wir so das, was ja auch der Zusammenschluss der OEMs vorhat, dass wir ein flächendeckendes Netz an Ladestationen haben. Das wird natürlich gewaltig helfen. Aber ich sehe so, dass der Bedarf im Logistikbereich, Transportwesen, der Leistungsbedarf ganz extrem schnell steigen wird, weil die Fahrzeuge halt eben eine größere Batterie haben und von daher schon eine höhere Ladeleistung anfordern. Also geht es noch gar nicht mal um diese in den Raum gestellten 15 Minuten Ladezeit für 400 Kilometer Reichweite, die wir irgendwo 2019, 2020 mit den Fahrzeugen erreichen werden. Wenn so ein LKW eine 300 Kilowattstunden Batterie hat,
dann braucht man schon 300 kW, um in einer Stunde zu laden. Ja. Das ist, also die Leistung wird da sein und ich hoffe und glaube auch, dass wir das innerhalb der nächsten 5 Jahre haben werden, dass wir auch so einen E-Charger 600 voll auslasten. Ja. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eines zu tun, nämlich den Bestellschein auszufüllen. Denn in meinem Dorf, wo ich das Wochenende immer verbringe, im schönen Brandenburg, Sie kennen die Geschichte schon, Herr Mayer, gibt es eine Windenergieanlage von Enercon. Da könnte ich doch jetzt eigentlich noch unten den E-Charger hinstellen, oder? Haben Sie mir einen Schein mitgebracht? Auch da würde ich Sie wieder an den Vertrieb verweisen das wollen. Das habe ich schon fast befürchtet. Nein, war natürlich nur ein kleiner Spaß. Aber vielleicht erleben wir das ja noch, dass ich dann auch mal bei mir in Brandenburg am E-Charger 600 laden kann. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei dem Projekt. Bin gespannt, wie sich das entwickelt die nächsten Jahre. Und bedanke mich herzlich für Ihr Kommen hier in unser Studio. Auch vielen Dank. Electrif Studio, powered by Bridging IT.